Thorsten Schick, wir sind hier in der Lobby des Hotel Monte Castillo in Jerez de la Frontera im Trainingslager von IBE. Wie fühlst du dich nach ein paar Tagen hier? Ja, sehr gut. Also das Hotel ist wirklich ein Top-Hotel. Schon mal ein Zeichen, dass auch Hannover 96, eine Top-Mannschaft aus Deutschland hier weilt für ein Trainingscamp. Wir haben sehr schöne Zimmer, wir haben super Bedingungen zum Trainieren. Das Wetter ist viel besser wie in der Schweiz. Es ist sehr warm hier und von dem her sind die Bedingungen hier einfach top. Es gab das Testspiel gegen Hannover 96 am Sonntag, 1-2 Niederlage, aber eine gute Leistung von IBE. Ja, ich denke, über weite Strecken war das schon ein sehr gutes Spiel von uns. Der Trainer wollte unbedingt, dass wir uns steigern im Vergleich zu der ersten Hälfte gegen Schaffhausen. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Hannover 96 ist in Deutschland eine Top-Mannschaft. In der zweiten Liga spielen sie jetzt um den Aufstieg mit. Für uns war wichtig, das Prestigeduell, dass wir zeigen, dass die Schweizer auch Fußball spielen können. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht und es war ein knappes Spiel und es hätte auch anders ausgehen können, aber am Anfang von so einer Vorbereitung oder in der Mitte, wo wir uns gerade befinden, wird sehr viel trainiert, da ist man vielleicht ein bisschen müde und da muss man im Kopf bereit sein, dass man in so einem Spiel trotzdem über den Punkt drüber gehen kann. Das ist uns, glaube ich, im Großen und Ganzen ganz gut gelungen und wir sind mit dem Test sehr zufrieden. Am Sonntagabend stand ein ganz spezielles Team-Event auf dem Programm. Ihr seid nach Sevilla gefahren und habt das Spiel FC Sevilla gegen Real Madrid gesehen. Also quasi Anschauungsunterricht bei den Besten. Was hast du da für Eindrücke gewonnen? Ja, es war eine brutale Kulisse. Das Stadion ist ein Riesenstadion. Ich glaube, knapp 45.000 passen hinein. Ein älteres Stadion, aber wie gesagt, die Stimmung war fantastisch. Die Sevilla-Fans haben richtig, richtig laute Fans. Also die Mannschaft wirklich, wirklich sehr gut unterstützt. Es war ein brutal, brutal lässiges Spiel zum Anschauen. Real gegen Sevilla ist ein Topspiel in Spanien. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, was Erster gegen Dritter. Dann hat Sevilla noch die unglaubliche Serie von Real Madrid beenden können mit 40 ungeschlagenen Spielen. Also es war wirklich im Großen und Ganzen ein sehr gelungener Ausflug von uns. Danke nochmal an die Verantwortlichen, dass uns das ermöglicht haben. Und ich glaube, es hat sich jeder einfach gefreut auf das Spiel und es war wirklich ein Top-Erlebnis für uns. Du bist Flügelstürmer, hast du da speziell auf die Außenläufe geschaut bei Real Madrid zum Beispiel? Ja, man schaut schon immer ein bisschen auf die Positionen, wo man selber spielt. Also ist egal, ob das jetzt gestern so live im Stadion war oder wenn es ein Fußballspiel ist. Also kann ich nur von mir sprechen, dass ich dann schon immer ein bisschen auf die Positionen schaue. Aber im Großen und Ganzen probiert man so ein Spiel einfach nur zu genießen. Möchtest du noch zwei Worte richten an Dario Marzino, der hinten dann jetzt ein paar Faxen macht? Ja, der Leo und der Dario sollten einen Lewandowski-Kurs machen, weil das, was da gerade gezeigt haben, das war zu wenig, aber es ist ein Zeichen, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist, dass der Lagerkoller noch nicht eingetroffen ist. Wir werden jetzt die Zeit bis Freitag noch nutzen zum Trainieren und dann hoffentlich gut in die Saison starten. Thorsten, herzlichen Dank und weiterhin guten Aufenthalt hier in Jerez. Dankeschön. Leo Bertone, IBE seit dem Freitag hier im Trainingslager in Jerez de la Frontera. Wie geht's dir? Bist du schon ein bisschen müde? Mir geht es sehr gut. Draußen ist immer schönes Wetter, von dem man die Müdigkeit noch nicht so zum Zocken. Das dort nach perfekten Bedingungen hier. Ja, das ist so. Der Platz ist überragend, die Trainings sind gut am Machen und ja, das passt. Wie hast du das Spiel gegen Hannover in Erinnerung vom Sonntagnachmittag? Resultatmäßig nicht so gut. Wir haben es verloren, aber es war intensiv. Man muss es so anschauen als ein Trainingsspiel, als Meisterschaftsspiel. Da geht es darum, die Aspekte, die man anspricht, umzusetzen, vor allem im physischen Bereich und von dem her, gut geschafft.